Erstmal für 200. Yay! Woohoo! Wer ist euer Gott? Wer ist euer Gott? Seriously, ich hab's so verdammt drauf. Ich hab's so verdammt drauf, Leute. Ich hab es so verdammt drauf. Was ist das hier? Das Rhino-Level? Das ist ja eher so ein Bonus-Ding hier, ne? Ach so, ah. Ich darf wahrscheinlich die Seifenblase nicht verlieren. Gerade in der Sekunde, wo ich sage, ich darf es nicht verlieren, verliere ich es. Das ist ja wieder doof. Aber sowas passiert mir, glaube ich, häufiger. Juhu, neu! Ah! Ah! Ding, 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 ding. Das gibt ordentlich Cash. Kann ich hier auch rausschießen? Ja, ich kann aus der Seifenblase rausschießen, ohne dass sie platzt. Ich bin Mega Mario. Hier kann ich bestimmt rauf. Ja! Gab's da unten noch was? Ach so, ein Secret Exit gab's da auch noch. Oder... Nee, das war, glaube ich, kein Secret Exit. Aber auf jeden Fall habe ich schon wieder ein extra Leben gesammelt. Bald habe ich schon so viele. Ich habe ja jetzt schon... Wie viel habe ich denn jetzt? Space Zone? Ich weiß gar nicht, ob es hier ein extra Level gab. Extra Leben. Extra Level. Irgendwie ist jedes... Jedes Level hat irgendwie die gleiche Musik. Kann ich hier... Gab's hier nicht so ein Cheat, dass ich hier einfach drüber fliegen konnte? Ich meine ja, irgendwie gab's hier doch so ein Cheat. Oder war das im nächsten Level? Neil Armstrong meldet sich zum Dienst. Und wer ist er? Er ist der Saturn-Mond-Titan. Sonne, Mond und Sterne? Ich brauche jetzt mal irgendwas, um größer zu werden. Ist natürlich geil, wenn der Raumanzug auch noch schrumpft, wenn Mario schrumpft. Echt ein Service. Ich bin mir sicher, hier gab es doch irgendwo ein Bonus-Dings. Aber wie gesagt, ich nehme die ja nicht alle mit. Ich tue einfach mal so, als würde ich sie alle kennen, aber sage dann, nein, ich lasse sie aus, ich habe keine Zeit, ich muss gleich schwimmen gehen. Gib mir mal irgendwas zu essen. Sowas, genau. Ein paar schöne Shrooms hier. Was wirft er da? Ist er hier der Sternzerstörer? Ich komme gar nicht an dem vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Hallo? Geh weg! Nein! Warte, so. Na, ich wollte doch nicht von ihm getroffen werden. Mann, habt ihr das nicht mitgekriegt? Und er wieder. Er ist gefährlich. Aber hier gibt es sowieso nichts. Die sind echt gefährlich. Schnell an die Glocke. Dann kann ich so lange nach Essen suchen, wie ich lustig bin. Aber erstmal muss ich die Glocke läuten. Was ist das denn? Ist der gefährlich? Der grinst mich schon so an. So von wegen, gib mir dein Fleisch. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Oh, weg, 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 weg. Ah, irgendwie gewöhne ich mich langsam an diese Schwerelosigkeit. So würde ich auch gerne mal zur Arbeit laufen. Juhu! Oder zur Uni. Einfach mal aufs Dach der Uni jetten. Yay! Yay! Ich habe so ein verdammtes Glück in diesem Spiel. Ich komme echt nicht drauf klar, dass ich gerade die mega mäßige Anzahl an Extra-Leben gesammelt hatte. Warte mal. Aha! Lieber Leser. Komm her. Schweinchen. Ich muss doch da irgendwie raufkommen. Ich mach das mal so.
Nee, das war nicht richtig. Komm her, du Schwein, schieß nochmal. Mann! Komm! Ich will doch einfach nur da drauf! Da ist bestimmt was. Komm, du schießt mich jetzt mal ab. Los, du Schwein, mach! Ich treff das nicht. Ich treff es echt nicht. Da geht's bestimmt zum Extra-Leben. Extra-Leben, Extra-Level, Bonus-Level. So. Keine Diskussion mehr. So, ich gehe jetzt die Glocke läuten und dann war's das. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Und... Wuhu! 3 Extra-Leben. Extra-Leben, Extra-Leben, Extra-Leben. Ich krieg gar nicht genug davon. 3 Up. Was auch immer Ups sind. Ach, hier war das. Hier konnte man die ganze Zeit so schweben. Aber das mache ich nicht. Das ist mir zu billig. Warum ist die Gravitation hier schwächer als... Ach so, ja. Das hier ist nur ein Stern und gerade eben war es der Mond. Der Mond ist ja um einiges größer als ein Stern. Dementsprechend ist da der Ortsfaktor auch höher. Ja, macht irgendwie Sinn. Glaube ich. Ich weiß nicht, so gut in Physik war ich nie, aber... Stimmt das? Ich hoffe mal ja. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Wenn man in einem Let's Play Blödsinn erzählt, ist man ja sehr schnell der Idiot. Kann man da auch so durchfahren? Ja, theoretisch könnte man das. Ich glaube, ich fliege hier doch mal so ein bisschen. Wuhu! Wuhu! Ob die hier wohl auch solche komischen... Nee. Hier gibt's nur Schießen. Diese Moorrüben machen hier in dieser Welt absolut keinen Sinn. Yeah! Nochmal schießen, ey! Na, was ist das denn? Wo kam der denn her? Hallo? Bin ich jetzt klein? Wo ist die Glocke? Wo ist die Glocke? Ihr könnt das doch nicht machen. Ich brauche eine Glocke. Schon allein, wenn wir hier solche Späße machen. Ich brauche die Glocke. Gib mir eine Glocke. Vielleicht ist das hier schon vorbei und ich habe keine Glocke gesehen. Nein, keine Münzen. Ich will Pflanzen. Keine Münzen. Oh Gott. Hier ist doch bestimmt eine Blume drin irgendwo. Dämliche Todesart Nummer 23. Sich vom Bildschirm zerquetschen lassen. Mach ich das jetzt alles normal, oder? Ja, jetzt wird geschummelt, Freunde. Juhu! Dass sie hier nichts gegen unternommen haben. Einfach mal so eine Reihe Sterne hier direkt nach oben. Aber irgendwie muss ich hier nochmal runter, um mir noch eine Blume zu holen. Die gab's doch. Am Anfang gab's die en masse, aber am Ende nicht mehr. Böser Stern. In den anderen Mario-Teilen helfen mir Sterne. Alle Sterne helfen mir da, aber hier. Hier sind die böse. Hier wollen die mich umbringen. Das ist echt nicht fair. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Huhuhu. Lam, bam, 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 bam. Bin überhaupt nicht im Takt. Lass mich hier leben. Oh. Komm, lass mich hier. Ich will hier nicht verenden, Freunde. Gib mir eine Blume, jetzt sofort. Ich verlange meine Blume. Oh, ich muss mich jetzt erstmal anders hinsetzen, sonst sterbe ich hier. Ja! Nein! Ich will eine Blume, nicht einen Pilz. Pilze habe ich genug. Muss ich nur in mein Badezimmer gucken. Okay, das war extrem eklig. Nein, mein Badezimmer ist sauber. Da kann man sogar vom Fußboden essen. Und man findet sogar immer was. Mann, Dingo, auf damit.
Los, lass mich hier durch. Lass mich hier nicht diese Flunder. Kann ich die eigentlich schießen? Natürlich kann ich die nicht schießen. Das wäre auch zu einfach, wenn ich die Flunder hier schießen könnte. Das geht einfach so durch. Das kratzt den gar nicht. Geh! Mario! Ach so, hier sind wieder nur Münzen drin, die mir ja so sehr helfen in diesem Spiel. Ja, sie haben mir wirklich geholfen. Durch die Münzen habe ich 20 extra Leben gekriegt. Okay. Hier ist mein Ground Zero. Aha. Instinktiv richtig gemacht. Weg von der Flunder. Yay! War ich letztes Mal wirklich so nah an der Glocke. Ich bin wirklich so nah an der Glocke gestorben. Das möchte ich jetzt nicht akzeptieren. Oh. Ist ja schlimmer als schwimmen hier. Uah. Hier ist bestimmt was drin, weil das mit der Flunder doch ein bisschen gemein war. Okay. Moonraker, hier bin ich. Wer bist du denn? Ist das der Endgegner aus dem ersten Teil, nur in einer neuen Maschine? Was macht der da? Ach so, ah. Yeah. Komm. Krieg mich. Nee, das war schlecht. So könnt ihr mich nicht erwischen. Aber du darfst auch nicht gleichzeitig schießen und fliegen, ne? Dann kriege ich dich nämlich nicht. Juhu! Komm her! Nochmal! Nochmal! Was habe ich gerade zu gleichzeitig schießen und fliegen gesagt? Weg ist er. Damit haben wir sein Raumschiff kaputt gemacht und er friert im Weltraum. Sein Kopf platzt und ach, was weiß ich nicht alles. Sein Körper geht einfach kaputt. Bumm. Eine Münze brauchen wir noch. Nur noch eine Münze. Eine verfluchte Münze. Die kriegen wir doch wohl noch, oder, Freunde? Die kriegen wir noch. Okay, dann holen wir uns mal die verfluchte Münze hier. In der Tri-Zone mit insgesamt 5 Levels kriegen wir eine Münze. Oh Gott, was ist das hier? Sind das Erdhaufen? Was kommt da raus? Oha. Mad Gopher. Und Frösche. Ihr mit eurer Zunge, ne? Wisst ihr, wo ihr mir da mal lecken könnt? Im Hausflur. Der ist nämlich dreckig. Okay, mein Dingo. Red nicht so viel über deine dreckige Wohnung. So dreckig ist sie nämlich gar nicht. Die ist sauber. Aber ich habe keinen Bock, die zu putzen. Deshalb sollen das diese Frösche hier machen. Na komm, ich lass mich doch hier nicht von so Bienen fertig machen. Hier ist doch bestimmt was drin, was mir hilft. Und zwar hier, 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 hier. Nee, da. Ein Pilz. Wahnsinn. Okay. Da ist wieder der Frosch. Ah! Hier diese, was jetzt auch immer das ist, eine Libelle oder was? Die sind gefährlich. Ich meine, ich erkenne ja alles und das erkenne ich auch nicht. Ist es ein Igel? Das ist auf jeden Fall ein Frosch. Und das Vieh mit der Nase, das war gerade dieses Digimon. Digmon, oder wie das heißt. Digmon ist auch ein sehr, sehr kreativer Name für ein Digimon. Ah, ihr versteht, was ich sagen möchte. Okay, rüber! 999 Münzen. Sollen wir da mal gucken, ob wir da was für kriegen? Oh, das gibt eine Blume, gibt's. Ich zeige Ihnen Blumen. Nee, hier will ich nicht hin. Ich will jetzt nochmal hierher. Und dann hier runter und rechts und nochmal rechts. Ich hoffe mal, dass meine Glücksspanne jetzt, Glückssträhne, hier weiter anhält. Komm, gib, bleib stehen! Ja! 99 Leben! Fuck you! Fick die Hände, Mann, was bin ich denn für ein Lacker in diesem Spiel? 99 Leben, du glaubst es nicht.
99, 99 extra Leben, die gehen auf mein Punktekonto, das reimt sich nicht, scheißegal, zumindest kann ich 98 mal sterben, ohne dass was passiert. Lambabam, bam, 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 bam. Ich bin gerade echt glücklich, wisst ihr das? Okay, lass mich mal hier lang. Ich rush jetzt durch, ist scheißegal, selbst wenn ich sterben sollte, ne? Tangiert mich echt nur peripher. Na, oh, da, der Witz in der Bombe. So wie die im ersten Teil. Hey, explodier ruhig. Ich kann so oft sterben, das glaubst du gar nicht. Da freut... Wie viele Katzen sind das denn? 11 Katzen. Ich weiß nicht, welcher Religion ihr angehört, aber bei mir haben Katzen 9 Leben. Bei anderen Leuten haben Katzen 7 Leben. Aber bei mir haben sie 9. 7 und 9. 7, das ist auch wieder so eine Zahl aus dem Märchen. Okay, gib mir das hier. Gib mir das. Gib mir die Blume! Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Bin ich hier in einem Baum oder so ein Baumharz oder was soll das sein? Oder ist das Honig? Honig, da könnte ich jetzt auch schön so ein Pfefferminztee mit Honig. Das brauche ich jetzt. So, da hinten ist bestimmt das Secret Exit. Aber da komme ich momentan nicht ran, weil ich nicht flattern kann. Ist Mario kein Flattermann? So. 99 extra Leben abgegriffen. Ich glaube, es geht los. So, dann wäre es jetzt aber scheiße, wenn... Ach, du ahnst es nicht.